Mit Mission 5 endet die Wikinger-Kampagne nochmal relativ stark. Wir sind fast am Ziel unserer Reise, aber auf den letzten Metern stellt sich uns noch eine Feuerbarriere in den Weg. Unsere Aufgabe ist es also, die Barriere zu beseitigen und mindestens eine Einheit zum Amazonenwasserwerk in der Mitte der Karte zu bringen. Dies erreichen wir, indem wir die großen Tempel der feindlichen Mayas zerstören. Es gibt insgesamt 8, von denen 5 zerstört werden müssen. Im Nordosten haben sich der blaue und der grüne Spieler niedergelassen. Blau hat keine richtige Siedlung, aber eine funktionierende Mana-Produktion und einiges an Priestern. Grün hat eine vollwertige Siedlung minus Mana-Produktion, ist aber nicht super beeindruckend. Gelb und Lila befinden sich im Westen. Gelb hat wirklich nur ein paar Türme und einen der Tempel. Lila ist der stärkste der feindlichen Spieler, mit vollwertiger Siedlung samt Mana-Produktion, greift aber relativ spät an und auch nicht konzentriert genug, um ernsthaften Schaden zu verursachen. Blau und Gelb sind außerdem so positioniert, dass weder Grün noch Lila in unsere Richtung expandieren können. Der Berg im Norden enthält jede Menge Kohle sowie etwas Eisen und Stein. Im Westen finden wir weitere Kohle zusammen mit Eisen und Gold. Im Osten gibt es ein Schiffswrack mit etwas Holz, ein paar Schwertern, Gold, Met und einer Rüstung. Eine Gruppe Diebe oder Pios sollte diese Sachen möglichst früh erobern. Wir starten außerdem mit 2 Fähren, die aber nirgendwo hin können. Danke, Bluebyte. Die Karte ist dicht bewaldet, ihr werdet also viel roden müssen, um Platz zu haben. Der Flaschenhals beim Aufbau werden Gold- und Eisenvorkommen sein, aber dass trotzdem prall gefüllte Vorkommen sind, reichen die Rohstoffe ohne Probleme. Da eure Gegner nicht zu euch expandieren können, könnt ihr eure Verteidigung an einem Ort eurer Wahl bündeln. Ich habe die Startposition dafür genommen. Sobald ihr mit eurer Siedlung zufrieden seid, könnt ihr den Angriff übergehen. Ich empfehle euch, mit Blau und Grün anzufangen. Zum einen sind sie die schwächeren Gegner, zum anderen kontrollieren Blau und Grün jeweils 2 Tempel. Da Gelb auch noch einen kontrolliert, der dank Hammerzauber sogar ohne Konfrontation erreicht werden kann, können wir Lila komplett links liegen lassen. Wenn ihr danach noch eine beliebige Einheit in die Kartenmitte bringt, habt ihr die Wikinger-Kampagne zu einem glücklichen Ende geführt. Auch wenn ich nicht weiß, ob das für die Frauen auch so ein glückliches Ende ist. Das hier ist meiner Meinung nach eine der besten Missionen des Add-ons und die zweitbeste der Kampagne. Allerdings finde ich es etwas ungeschickt, dass man dem Spieler direkt sagt, wie er die Barriere los wird. Das hätte man ruhig subtiler kommunizieren können.